Gespanntes Warten auf dem Stuttgarter Marienplatz. Am 8. Oktober 2022 beginnt hier eine neue Epoche. Liebe Freunde der Stuttgarter Straßenbahn, der Stuttgarter Zahnradbahn, heute ist ein guter und wichtiger Tag für die Zahnradbahn. Heute übergeben wir den ersten Zug an den planmäßigen Fahrgastbetrieb. Ab heute läuft der erste Zug, der Wagen 1102, für das Publikum. Wir hoffen, dass sich die neuen Fahrzeuge nun auch im Betrieb bewähren. Neu ist auch dieser Wagen für den Fahrradtransport. Sie wird liebevoll Zacke genannt, die Stuttgarter Zahnradbahn. Nach 40 Jahren wieder ein neues Fahrzeug. Die alten Triebwagen werden in den kommenden Monaten ausgemustert. Für die Stuttgarter Bürger ist die Zahnradbahn eine ganz besondere Bahn. Sie haben ein geradezu inniges Verhältnis zu ihrer Zacke zwischen dem Marienplatz und Degerloch. Rückblick. Seit 1982 fahren die jetzt alten Fahrzeuge auf der Strecke. Seitdem wurden die drei Triebwagen immer wieder optisch und technisch modernisiert. Mit diesem Fahrzeugtyp hat die Stuttgarter Straßenbahnen AG auch den Fahrradanhänger eingeführt. Inzwischen ist der nicht mehr wegzudenken. Das ist schon eine richtige klassische Zahnradbahnstrecke, also wie im Gebirge oder sogar fast doch, ich sag mal, noch extremer, weil die meisten Zahnradbahnen haben dort, wo sie halten müssen, sind die einigermaßen waagrecht oder nicht so steil, denn ohne Zahnrad. Unsere Strecke liegt immer an der Zahnstange, also wir fahren hier dauernd in der Steigung an. Es ist natürlich, auf gut Schwäbisch gesagt, ein ganz besonderes Bähnle. Das Bähnle überwindet 210 Höhenmeter, aus dem Stuttgarter Talkessel heraus bis nach Degerloch, hoch auf die Filderebene. Ausgangspunkt der Strecke ist der Stuttgarter Marienplatz, mit Anschluss an das U-Bahn-Netz. Hier schlägt das Herz des Stuttgarter Südens, einer der bekanntesten Stuttgarter Plätze, städtisch, pulsierend, beliebt. Ende 2022 fährt immer einer der neuen Triebwagen Typ ZT 4.2 im Regelbetrieb. Mit dem neuen Fahrzeug beginnt auch für die Fahrer eine neue Zeit. Also am Anfang war es schon erstmal eine leichte Anspannung, muss man wirklich sagen. Weil mit so viel neuer Technik haben wir wirklich eigentlich auch nicht gerechnet. Jens Eichendorf nimmt uns jetzt mit auf eine Fahrt. Vom Marienplatz führt die Strecke entlang der prächtigen Häuser des Stuttgarter Südens. Erster Eindruck, das Fahrzeug schwebt förmlich. Also da haben wir dann auch deutlich gemerkt, dass wir in einem neuen Fahrzeug drin sitzen mit aktueller Assistenztechnik. Und das Fahren wurde tatsächlich ein Tick einfacher.
Also gerade die große Herausforderung bei der Bergfahrt, das Abbremsen an den Haltestellen, da haben wir wirklich viel mehr Unterstützung jetzt dabei, was für die Fahrgäste komfortabler ist, aber auch für uns das Leben ein bisschen einfacher macht. Die Steigung beträgt hier auf der alten Weinsteige bis zu 18%. Das ist sicherlich nicht nur für uns, für die Fahrgäste, sondern auch für uns Fahrer mit das schönste Streckenabschnitt. Weil wir natürlich hier auf ganz Stuttgart schauen können und auch es nie langweilig wird. Man sagt ja auch, wir haben den schönsten Arbeitsplatz von der Straßenbahn hier. Ne? An der Wielandshöhe gibt es die sogenannte Ausweiche. Hier treffen die alte und die neue Fahrzeuggeneration zusammen. Die alten Wagen sind noch nicht entbehrlich. Die Bahn zur schönsten Aussicht, so wird die Stuttgarter Zacke an der Wielandshöhe auch genannt. Die Zacke offenbart die schöne Lage der Landeshauptstadt. Kurz nach dem Heixt, wie der Höhenrücken unterhalb von Degerloch genannt wird, führen die Gleise über das größte Kunstbauwerk der gesamten Strecke, die Filderbahnbrücke. Sie überspannt die Bundesstraße 27. Es ist halt wirklich eine komplett andere Welt hier auf der Zahnradbahn. Das fängt schon bei den Fahrgästen an. Das ist einfach eine komplett andere Klientel. Wir haben hier ein Drittel Stammfahrgäste, wir haben ein Drittel Pendler. Und das andere Drittel, das sind unsere Touristen, die natürlich auch kommen. Weil wir hier mit der Zahnradbahn, ist schon was Außergewöhnliches in ganz Europa. Dass wir hier auf Linie jeden Tag von morgens bis abends die Fahrgäste von Marienplatz nach Degerloch bringen. Nach 2,1 Kilometer und rund 10 Minuten Fahrzeit ist die Endhaltestelle am Alpplatz in Degerloch erreicht. Endhaltestelle Degerloch zu den Linien 74, 76 und 77 bitte umsteigen. Zur Weiterfahrt zum Flughafen und zur Messe bitte hier zur Linie U6 umsteigen. Degerloch wurde dank der Zahnradbahn Teil der Landeshauptstadt. Und eben, es wurde vom Baurendorf zum Luftkurort und dann auch zum Wohnort der Schönen und Reichen, die sich eben dank Zahnradbahn hier einsiedeln konnten, weil sie jetzt eben einfach und schnell den Berg rauffahren konnten. Also eine geniale Entwicklung. Vier Zahnradbahnen gibt es in Deutschland. Die Stuttgarter Zacke als Linie 10 ist aber Teil eines kommunalen Nahverkehrsnetzes. Und das ist eine Besonderheit. Emil Kessler ist es zu verdanken, dass es in Stuttgart eine Zahnradbahn gibt. Der war ab 1842 Alleininhaber der Maschinenfabrik Esslingen, damals ein Global Player für den Bau von Lokomotiven. Weil eben dieser Emil Kessler Unternehmer war, Lokomotivhersteller, hat auch ganze Fahrzeugsysteme gebaut, da wollte er hier zeigen, ein komplettes Lokalbahnsystem mit allem, mit dem kompletten Wagenpark hat er hier aufs Gleis gestellt, um eben praktisch wie eine Art kleine Fahrzeugmesse oder Vorführschau zu zeigen, so was kann man bei mir, bei meiner Firma kaufen. Das hat er hier präsentiert. Die perfekte Kulisse in der Landeshauptstadt. Ab 1884 fährt die Stuttgarter Zahnradbahn mit Dampfbetrieb. Doch schon 1904 fahren regelmäßig elektrische Fahrzeuge, straßenbahnähnliche Triebwagen. Von Beginn an fährt die Zacke auf einem Zahnradsystem Rickenbach mit der Stuttgarter Besonderheit einer sehr tief liegenden Zahnstange, weil viele Gleisabschnitte innerhalb von Straßen liegen. Ab 1935 fährt dann die dritte Fahrzeuggeneration.
Optisch sind die Zacke-Fahrzeuge immer ähnlich den Stuttgarter Straßenbahnen. Von diesen Fahrzeugen ist es im Jahr 1982 eine richtige Revolution zur vierten Generation. Seit Oktober 2022 fahren nun die neuen Wagen auf der Strecke. Heute ist die Firma Stadler im schweizerischen Bussnang ein Global Player für den Bau von Schienenfahrzeugen. Hier entstehen auch die drei neuen Stuttgarter Triebwagen ZT 4.2. Der Wagen 2 ist im Juni 2021 in der Lackierbox. Einmalig das Stuttgarter Gelb. Das ist ein RAL-Farbton, der heißt Ginstergelb. Und besonders die Frontpartie wurde in starker Anlehnung an die aktuelle Stadtbahngeneration gebaut. Wagen 03 ist noch im Rohbau. Der gesamte Wagenkasten wird im klassischen Stahlbau hergestellt. Das hat einen speziellen Grund. Die SSB verkehrt ja auch mit ihren Stadtbahnen im städtischen Bereich als Straßenbahn teilweise und hat daher auch oft Kollisionen mit dem Personenverkehr. Das passiert auch auf der Zacke öfters und daher ist die SSB selbst sehr gut eingerichtet, um solche Unfallschäden auch reparieren zu können. Und das geht sehr gut an Stahl, an metallischen Wagenkästen und entsprechend wird auch die Zacke komplett als metallisches Fahrzeug gebaut, eben auch im Bereich der Front. Ein Leichtbau aus Stahl mit sehr dünnen Blechstärken ist eine technische Meisterleistung. Stadler ist Weltmarktführer bei Schmalspur- und Zahnradbahn. Zwischen den Waggons der neuen Rigibahn steht im Sommer 2021 der Zackewagen Nummer 1. Eine Serie von nur drei Fahrzeugen zu bauen, eine Herausforderung. Wo immer möglich werden bestehende Bauteile aus dem Regal von Stadler verwendet. Besonders bei der Elektronik. Die neuen Fahrzeuge für die Zacke verfügen über tiefliegende Einstiege, die man hier schön sieht. Das ist eine Neuerung, diese ermöglicht einen praktisch niveaugleichen Einstieg von der Bahnsteigkante in das Fahrzeug hinein. Das bedingt aber auch, dass große Teile der Fahrzeugausrüstung, wie die Stromrichter und die Bremswiderstände, auf dem Fahrzeugdach neu angeordnet sind, die bei den alten Fahrzeugen eigentlich unterflur angeordnet werden konnten. Die Stuttgarter Zahnradbahn fährt auf Meterspur. Die gesamte Antriebseinheit in ein Schmalspur-Drehgestell einzubauen, ist eine technische Herausforderung. Gut zu erkennen, das tiefliegende Zahnrad. Bei Stadler wird auch der neue Fahrradvorstellwagen entmontiert. Im Vergleich zum jetzigen Wagen ist das eigentlich eine ganz andere Welt. Der Wagen bietet wesentlich mehr Kapazität für mehr Fahrräder und ist auch mechanisch wesentlich größer. Ein richtiger Eisenbahnwagen, kann man sagen. Inzwischen ist der dritte Wagen fertig lackiert. Alle drei Fahrzeuge sind baugleich. Die SSB legt großen Wert darauf. Ende September 2021. Mit Tempo 60, der Zahnradbahnwagen 1101 fliegt über die Autobahn nach Stuttgart. Der 35 Meter lange und über 80 Tonnen schwere Transport kommt spätabends sicher in Degerloch an. Jetzt wird es spannend.
Trotz später Stunde, viele Stuttgarter sind gekommen, um den ersten der drei neuen Wagen zu begrüßen. Der 27 Tonnen schwere Koloss muss vom Tieflader auf die Zahnradbahn schienen. Ja, hier wird jetzt die Rampe aufgebaut, damit der Wagen dann auf die Gleise runterrollt. Man sieht hier schon, wie die Schiene, auf dem Transportwagen ist eine Schiene, auf der der Zahnradbahnwagen steht. Und er rollt dann diese Schiene runter, sodass in dem Bereich das Zahnrad dann in die Zahnstange wieder sich eingreift und der Wagen seinen Weg findet. Sogar der Projektleiter von Stadler ist extra aus der Schweiz angereist. Also das ist absolut ein besonderes Ereignis hier für mich. Wir hatten 2,5 Jahre sehr intensive Projektarbeit und das ist jetzt ein großes Highlight im Projekt. Ja, nicht von vorne gestanden, ich lasse nicht rollen. Langsam, kontrolliert, sicher. So der Plan. Das ist der Bahnräum, ist jetzt gerade aufgesessen. Durch die Neigung von dem Abroller kommt der tiefer runter, wie er normal im Betrieb ist. Aber jetzt ist eine Magie drin und jetzt passiert auch sonst nichts mehr. Also von daher muss man es als gutes Omen sehen. Also, Bahnräumer wegschrauben und so etwas mehr Platz schaffen. Jetzt wird's knifflig. Reißverschlussprinzip. Geduldsarbeit. Bis das Zahnrad richtig in die Zahnstange greift, vergeht eine Dreiviertelstunde. Nochmal schieben. Los! Geschafft. Für immer vereint. Der erste Wagen der fünften Generation steht sicher auf den Gleisen der Stuttgarter Zahnradbahn. Noch fahren aber im fahrplanmäßigen Betrieb die drei alten Triebwagen der vierten Generation. Täglich zwischen 5.15 Uhr und 20.45 Uhr. Februar 2022. Während am Abend kurz vor 9 der letzte Wagen den Marienplatz erreicht, wird im Depot fleißig gearbeitet. Immer nachts, während der Betriebsruhe, finden auf der Strecke Testfahrten mit den neuen Triebwagen statt. Auf dem Programm heute Nacht das Zusammenspiel der Technik mit dem neuen Fahrradanhänger. Cäsar 1099, Standort Zahnradbahnwerkstatt. Wir rücken aus zur nächtlichen Probefahrt und würden Sie bitten, dass Sie uns an der Wielandshöhe den Fahrweg wieder fest einstellen. Fast jede Nacht sind im Frühjahr 2022 Techniker von der Zahnradbahn und vom Hersteller für Test- und Zulassungsfahrten auf der Strecke unterwegs. Das
Also wenn man den alten mal ein bisschen gewöhnt ist, dann ist der neue schon einfach eine Wucht. Das ist einfach viel ergonomischer, viel schöner, die Sicht ist schöner. Also es macht wirklich Spaß. Die Technik des neuen Anhängers muss kompatibel zum Triebwagen sein. Hm. Ja, lass mich mal gucken, dass wir das automatisiert hinkriegen. Ja, dass du einmal betätigst, der kuppelt, du fährst zurück und dann arretiert er auch. Noch funktioniert der Kupplungsmechanismus nicht perfekt. Die Software ist schuld. Das ist für mich schon was Besonderes. Also es ist natürlich, wir sind jetzt seit über 4 Jahren bin ich mit beschäftigt mit dem Fahrzeug und natürlich identifiziert man sich und man freut sich drauf jeden Tag, wo es besser wird und über die Rückschritte ist man traurig und so freuen wir uns schon, wenn wir irgendwann in den Alltag starten können und am Ende unsere Fahrerkollegen auch dann glücklich werden mit dem Fahrzeug. Das ist natürlich der größte Ehrgeiz, den wir beide haben, der Herr Walter und ich. Es folgt Teil 2 des nächtlichen Testprogramms. Notverfahren. Anspannung bei allen Beteiligten. Also dann fahren wir jetzt los, oder was, oder? Ja, okay. Fahren wir los, dann löse ich die jetzt mal raus, oder? Eine Notbremsung bergab. Das geht nicht nur an die Nerven der Beteiligten, auch das Material wird maximal beansprucht. Und jetzt wird's noch gefährlicher. Wie verhält sich der Wagen bergab bei einem Stromausfall? Ja, jetzt quatsch mal rein. Nicht auszudenken, wenn später mal die Systeme versagen. Die Ingenieure der Stuttgarter Zahnradbahn sind noch einige Nächte unterwegs, damit später alles reibungslos funktioniert. Juli 2022. Helene kommt ins Museum. Nach 40 Jahren hat Wagen 1003 ausgedient. Und wieder wird geschoben. Auf einem extra verlegten Gleis geht es in die Halle des Stuttgarter Straßenbahnmuseums in Bad Cannstatt. Wegen des tiefliegenden Zahnrades und weil der Radius der Gleise hier für den Triebwagen viel zu eng wäre. Hier warten schon seine Vorfahren auf ihn. Zum Beispiel dieser Wagen, 120, Baujahr 1900. Jürgen Dauer kümmert sich um die alten Zahnradbahnen. Er ist selbst noch mit ihnen gefahren. Bis 1982 waren diese Fahrzeuge im Einsatz. Jürgen Dauer erinnert sich gerne an die dritte Generation. Und es war damals noch diese Fahrzeuge im Einsatz. Und da hat man so wunderbar vom Schaffner, neben Schaffner oder nachher neben Schaffnerin stehen können. Ne? Und hat von da aus die Strecke betrachtet. Ne? Das war schön damals. Die Geräusche von der alten Zahnradbahn, das war schon klasse. Damals war der Blick auf Stuttgart noch schöner. Der Bewuchs war noch nicht so dicht. Das waren die Fahrzeuge der dritten Generation. Die letzten Meter für Helene, bis der Wagen 1003 im Kreis seiner SSB-Familie ankommt. Ja,
Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Vor allen Dingen auch was die Menschen anbelangt, die zahlreich beteiligt waren. Ne? Haben halt das, was wir wollten. Ne? Was jetzt noch fehlt, ist der Fahrradvorstellwagen, aber der wird nachgeliefert. Obwohl diese Fahrzeuge der vierten Generation inzwischen schon 40 Jahre alt sind, wie Oldtimer sehen sie noch nicht aus. Dennoch, die Zeit für einen Generationswechsel ist jetzt gekommen. September 2022. Die neuen Fahrzeuge haben inzwischen ihre Zulassung. Doch die Stuttgarter Straßenbahnen AG führt noch einen letzten wichtigen Test an Triebwagen 1101 und 1102 durch. Dazu werden die beiden Triebwagen zu einer Doppeltraktion zusammengekuppelt. In einem der steilsten Streckenabschnitte werden Anfahr- und Bremsversuche durchgeführt. Also für den Fahrgastbetrieb ist das erstmal nicht vorgesehen, weil auch die Haltestellen, die Bahnsteige dementsprechend nicht ausgebaut sind für Doppeltraktion. Aber der hauptsächliche Punkt, es steht erstens im Lastenheft, dass es das können muss. Und zweitens im Havariefall, wenn eine Bahn irgendwo stecken bleibt und man muss sie abschleppen, dann muss auch die Doppeltraktion funktionieren. Und das müssen wir eben im Vorfeld, bevor wir in den Fahrgastbetrieb gehen, prüfen, ob das alles funktioniert. Und dann können wir das auch machen. Die fünfte Fahrzeuggeneration der Stuttgarter Zacke wird inzwischen regulär im Fahrplan eingesetzt. Und was meinen die Fahrgäste? Ja, das ist super. Ich habe gerade schon gesagt, der Einstieg als erstes ist einfach klasse. Man muss nicht mehr so hoch und irgendwie kommt es einem auch ruhiger und angenehmer und platzmäßig. Auch gut, finde ich. Das ist bequem, ja, man kommt gut rein. Die Aufteilung ist ein bisschen anders, wie die alte ja mit war. Aber ja, ist gut, dass sich was getan hat. Alle Fahrer sind auf den neuen Fahrzeugtyp eingewiesen. Wenn man jetzt so drüber nachdenkt, bin ich eigentlich die letzten 11 Jahre, wo ich auf der Zahnradbahn bin, eigentlich einen Oldtimer gefahren. Und jetzt haben wir natürlich sozusagen einen Neuwagen hier. Und die Unterschiede, die sind schon gravierend. Und auch der Chef blickt zuversichtlich in die Zukunft. Und unsere Zahnradbahn ist jetzt 138 Jahre alt. Und da davon kann man dann auch ausgehen, die nächsten 40 schaffen es mit dieser Generation, sodass wir auch den 200. irgendwann begehen dürfen. Na dann, gute Fahrt für die neuen Triebwagen der Stuttgarter Zacke. Auf die nächsten Jahrzehnte.